Hallo, in diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie die sogenannte Tor-Software auf Ihrem Computer unter dem Betriebssystem Windows installieren können. Ich mache das jetzt hier beispielhaft an Windows 7. Die theoretische Arbeitsweise des Tor-Netzwerks haben wir bereits in einem anderen Video aufgezeigt. Hier jetzt nur kurz gesagt, dass wir durch das Tor-Netzwerk Anonymität erreichen. Anonymität im Internet, Anonymität gegenüber demjenigen, auf dessen Seiten wir gerade zugreifen. Die Installation ist denkbar einfach. Auf torproject.org finden Sie ein Softwarepaket, das alle benötigten Programme enthält. Den Link zu torproject.org finden Sie ebenfalls in der Beschreibung. Auf der Webseite klicken Sie einfach auf Tor herunterladen. Hier finden wir die Downloads nach Betriebssystem sortiert, ganz oben Microsoft Windows und hier als erstes das Software Bundle. In englischer Sprache. Falls uns das reicht, einfach hier auf Download. Ansonsten Deutsch finden wir jetzt hier an dritter Position. Other Languages. Einfach mal draufklicken. Scrollen wir wieder das nach unten. Finden wir hier an dritter Position Deutsch. Klicken wir drauf. Klicken wir auf Datei speichern. Und nachdem der Download abgeschlossen ist, einfach das Paket auspacken. Es ist ein selbst extrahierendes Paket. Ich habe das jetzt hier auf dem Desktop. Insoweit einfach einen Doppelklick drauf machen. Ausführen, auspacken. Ich habe das Paket jetzt hier auf dem Desktop. Das ist natürlich keine gute Position. Insoweit am besten ins Benutzerverzeichnis verschieben. Einfach mal hier in den Account gehen. Ich habe hier ein eigenes Verzeichnis MyTools für, ich sag jetzt mal, die wichtigsten Sachen. Da ziehen wir einfach den kompletten Ordner rein. Sie können das natürlich auch an jede andere Position verschieben. Einfach einen Klick drauf. Dann haben wir hier Start Tor Browser. Erstellen wir davon eine Verknüpfung. Als nächstes die Verknüpfung ans Startmenü anheften. Und dann haben wir das jetzt hier. Und falls die Position hier auch nicht gut ist, können wir das hier noch über alle Programme irgendwo anders hinschieben und dann eben künftig von hier aus aufrufen. Starten wir unseren Tor-Browser also zum ersten Mal. Einfach den entsprechenden Link starten. Öffnet sich sofort das Vidalia Control Panel und stellt eine Verbindung zum Tor-Netzwerk her. Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, sehen wir das anhand der grünen Zwiebel und automatisch startet sich der Firefox. Er stellt auch direkt eine Verbindung her, über die wir dann ebenfalls nochmals die Bestätigung bekommen, dass wir gerade erfolgreich den Zugang zum Tor-Netzwerk über diesen Firefox hergestellt haben. Den erfolgreichen Anschluss können wir ebenfalls über das Icon im Systemtray sehen, das aber an diesem Computer standardmäßig ausgeblendet ist. Wenn ich jetzt hier draufklicke, habe ich hier nochmal die grüne Zwiebel. Eventuell erkennen Sie direkt, dass wir hier eine Standalone-Version des Firefox 3.6 haben. Nun ist zwar schon der Firefox 5 verfügbar, aber für uns ist das Zusammenspiel mit Vidalia wichtig. Und das wiederum erfolgt recht einfach mit dem Add-on Tor-Button, das hier in diesem Standalone-Firefox direkt mit installiert ist. Können wir uns ganz einfach anzeigen lassen über Extras, Add-ons, da sehen wir hier Erweiterungen. Wir haben nur zwei Erweiterungen installiert. HTTPS Everywhere haben wir in einem anderen Video schon vorgestellt und den Tor-Button. Den Tor-Button können wir steuern über die Statusleiste des Firefox Webbrowsers. Da haben wir hier unten Tor aktiviert. Ein Klick drauf, Tor wird deaktiviert, beziehungsweise der Zugang, oder eben ein weiterer Klick, dann ist es wieder aktiviert. Das ist aber nicht der einzige Punkt, der für den Standalone-Browser spricht, denn im Grunde regelt der Tor-Button nur die automatische Eintragung des Vidalia-Proxys. Das ist ja das, was wir hier installiert haben. Das ist ein lokal erstellter Proxy und auf diesen greift dieser Firefox hier zu. Wenn wir uns das ganz kurz in den Einstellungen anschauen, über Erweitert, Netzwerk, Einstellungen, dann sehen wir hier eine manuelle Proxy-Konfiguration, lokal, aber auf dem Port 8118. Diese Einstellung könnten Sie natürlich auch in Ihrem installierten Firefox 5 oder im Google Chrome Browser vornehmen. Der Punkt ist aber, dass Sie diese Standalone-Version aufgrund der komplett fehlenden Plugins und Add-ons schützt. In dieser Konfiguration gehen die Daten komplett durch das Tor-Netzwerk. Sollten Sie hier zum Beispiel das Flash-Plugin nachinstallieren oder halt Ihren Firefox 5 oder einen anderen Webbrowser nutzen, der zum Beispiel das Flash-Plugin benutzt, dann verlieren Sie Ihre Anonymität auf den Seiten, die Flash-Inhalte anbieten.
Denn wie Sie hier ganz schön an den Einstellungen sehen können, es handelt sich um einen HTTP-Proxy, den wir eingerichtet haben. Das heißt, nur HTTP-Traffic geht über den Vidalia-Proxy und damit über das Tor-Netzwerk. Flash nimmt einen anderen Weg. Der geht nicht über das Tor-Netzwerk, der geht direkt ins Internet. Und damit gibt es hier keine Anonymität. Das heißt, Sie erhalten Anonymität durch dieses Softwarepaket, durch Installation der falschen Add-ons oder Plugins in diesem Standalone-Webbrowser können Sie diese aber wieder verlieren. Okay. Ich habe...